Herzlich willkommen zu Shutout, dem Eishockey-Magazin. In Bad Tölz verteidigte Sascha Martinovic noch im ETC-Trikot. Am vergangenen Donnerstag gab er sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. In Riesa eröffnete das Team von Trainer Greg Poss sein Vorbereitungsprogramm für die in 3 Wochen beginnende Weltmeisterschaft in Österreich. Schweden hieß der Gegner der Deutschen sowohl am Donnerstag als auch 2 Tage später am Samstag. Letztmals trafen beide Teams vor 11,5 Jahren zu einem Freundschaftsspiel aufeinander. Im Aufgebot des prominenten Gegners waren allein 9 NHL-Profis vertreten. Deutschland begann vor 3.700 Zuschauern am Donnerstag sehr gut. Auf Vorlage von Kapitän Jan Benda brachte Thomas Martinec die Schwarz-Goldenen nach nur 9 Minuten verdient in Führung. Der Schwede Lindström mit einem fatalen Fehlpass auf Benda. Martinec stand perfekt und hatte keine Probleme, Stefan Lift zu überwinden. Deutschland bestimmte überraschenderweise das Spiel und hatte zahlreiche Chancen, die Führung auszubauen. Nationaltrainer Greg Poss sah auch im Mittelabschnitt sein Team eindeutig überlegen. Schweden schien die Germanen unterschätzt zu haben und konnte sich bei Stefan Liff im Tor bedanken, der zahlreiche Gegentreffer verhinderte. Schwedens Trainer Gustafsson konnte nicht fassen, wie eindeutig seine Mannschaft in Riesa unterliegt. In der 37. Minute konnte Sebastian Forchner das längst überfällige 2:0 für Deutschland erzielen. Die wenigen gefährlichen Angriffe der Gäste konnte zum einen die kompakte Abwehr, zum anderen Alexander Jung im Tor mit einer hervorragenden Leistung abwehren. Es blieb im ersten der beiden Freundschaftsspiele beim Überraschungssieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Startruppe aus Schweden. 2:0 der Endstand, Goalie Alex Jung ohne Gegentor mit einem Shutout. Dafür gab's zu Recht stehende Ovationen in der Erdgasarena. Also es war eigentlich der Schlüssel, war, dass wir defensiv sehr gut gestanden sind. Wir haben kaum schwierige Schüsse zugelassen, meistens von draußen. Und ja, wir waren einfach über weite Strecken einfach die bessere Mannschaft und haben deswegen verdient gewonnen. Ja, wir haben einen sehr guten Torhüter, Alexander Jung. Er hat alles gehalten, besonders in der Schlussphase, wo die haben 6-4 gespielt, die haben die Tore rausgenommen und wir haben zusätzlich ein Strafzeit gekriegt. Und auch die Mannschaft hat hervorragend defensiv gespielt und wir haben nicht so viel zugelassen. 5.000 Zuschauer ausverkaufte Halle am Samstag zum Rückspiel gegen Schweden. Das Publikum in der Erdgasarena Riesa erlebte diesmal einen sehr starken Gegner. Noch einmal unterschätzte Schweden die Deutschen nicht. Diesmal konnten die Blau-Gelben in Führung gehen. In Überzahl erzielte Henrik Sedin das 0:1. Nur 3 Minuten später geriet Deutschland durch einen Treffer des Schweden Niklas Norgen noch deutlicher in Rückstand. Die Revanche schien den Gästen gelungen. Doch das deutsche Nationalteam kämpfte und schaffte durch Tino Boos in Überzahl den Anschluss. Letztes Drittel, Deutschland mit einem fatalen Stellungsfehler, den Jonathan Hedström zum 1:3 nutzte. Die Truppe von Trainer Greg Poss gab noch nicht auf und schaffte 15 Minuten vor Schluss den versöhnlichen Endstand von 2:3 durch Kapitän Jan Benda. Eine gute Leistung gegen wesentlich bessere Schweden als Donnerstag. Sascha Martinovic wurde zum Spieler des Abends gewählt und denkt trotz des Erfolges mit der Nationalmannschaft weiter an seine Kollegen in Grimmitschau. Er glaubt an den Klassenerhalt. Also die Mannschaft ist fähig, drin zu bleiben. Das Potenzial ist da, ist eine gute Mannschaft. Die Stimmung ist da gut und ich denke, die schaffen es. Ob sie es schaffen, sollte sich schon am vergangenen Freitag zeigen, denn da traf der EDC auf den direkten Konkurrenten Weiden. Im Spiel am Sonntag brach Radek Tots Verletzung wieder auf, sodass die Saison nun definitiv für ihn beendet ist.
Joe van der Meer ist aufgrund der Matchstrafe aus Tölz für die nächsten Spiele gesperrt. Die Blue Devils Weiden standen vor dem Spiel gegen Krimmetschau unter enormem Druck. Mit 4 Punkten Rückstand auf Platz 4 mussten sie unter allen Umständen das Spiel gegen den ETC gewinnen. Sonst wäre ihr Abstieg so gut wie sicher. Weidens Trainer Sergej Svetlov wurde vor der Abstiegsrunde geholt, um den Klassenerhalt zu verwirklichen. Doch wie es ausschaut, können die Oberpfälzer nicht wie im Vorjahr den Gang ins Unterhaus verhindern. Auch für Krimmetschau war das Spiel richtungsweisend. Ein Sieg Pflicht, denn 4 Tage vor Saisonende stehen die Eispiraten weiter auf einem Abstiegsrang. 87 Sekunden waren vergangen, da machte Mirko Reinke mit dem 1:0 klar, wir wollen nicht in die Oberliga. Der ETC spielte sehr engagiert. 7. Minute. Weiden bekommt die Scheibe nicht aus der eigenen Verteidigungszone. Und Erik Schneider hämmert das Hartgummi zum 2:0 ins Tor von Blue Devil Lukas Lang. Krimmetschau hatte zahlreiche Chancen und hätte sogar 3, 4 oder 5:0 führen können. Doch wie immer wurde verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Blue Devils Coach Svetlov war bis zu diesem Zeitpunkt sehr unzufrieden. Doch auf der deutlichen Führung schien sich der ETC auszuruhen. Weiden kämpfte ab jetzt ums nackte Überleben. Der Kampfgeist wurde in der 13. Minute belohnt. Mikhail Piskor verkürzte in Überzahl auf 2:1. Krimmetschau wurde von Minute zu Minute schwächer. Im zweiten Drittel, genauer gesagt nach 31 Minuten, befand sich Weiden erneut in Überzahl. Piskor auf Christian White-Cotton, der Ausgleich. 3.100 unzufriedene Eispiraten-Fans forderten mehr Einsatz von ihrer Mannschaft. Einige Cracks scheinen den Abstiegskampf auf die leichte Schulter zu nehmen und präsentieren sich zu launisch. So hätte bei konstanter Leistung der Ausgleich für Weiden nie fallen dürfen. Krimmetschau konnte froh sein, nicht in Rückstand zu geraten. Stattdessen hatte Garrett Bambridge den richtigen Riecher und brachte die Rot-Weißen wieder in Führung. Beide Teams spielten sehr fehlerhaftes Eishockey, vergaben zu viele Chancen. Am Ende gewann mit Krimmetschau nicht das bessere Team, sondern der glücklichere. Wichtige 3 Punkte für den ETC. Für Sergej Svetlov und seine Blue Devils besiegelte die Niederlage den bitteren Abstieg in die Oberliga. Krimmetschau ist noch lang nicht gerettet und muss sich deutlich steigern. Sonst schauen die Eispiraten in einer Woche genauso deprimiert wie die Weidner. Neben dem sportlichen Erfolg vermeldete der EDC am Freitag wirtschaftlich Positives. Die 3 Hauptsponsoren, Freiberger Brauhaus AG, Sparkassenversicherung und die Sparkasse Zwickau, verlängerten ihr Engagement für die kommende Saison. Ich denke, nach so einem Abend muss man als Verein, als Vorstand mehr als froh sein. Denn heute hat, denke ich, alles erstmal vom Grundsatz her gepasst. Von der Seite her auch an dieser Stelle auch Gratulation an die Mannschaft, an die Fans. Natürlich auch Gratulation an die Sponsoren. Ich denke, sie zeigen hier in so einer Situation, wo wir gerade stehen, die ja sicherlich nicht ganz einfach ist und wo der Verein letztendlich solche Situationen nicht so oft in der Vergangenheit gehabt hat. Wie wichtig ist es, dass man Sponsoren hat, verlässliche Partner hat, die es in so einer Situation dann sagen, kommt, wir wollen euch jetzt nicht Probleme machen in so einer Situation, wo ihr letztendlich sportlich genug an der Seite zu kämpfen habt, dass ihr es schafft. Hier wollen wir euch ganz einfach den Rücken stärken, indem wir nach vorne schauen und uns schon für die nächste Saison in Achtungszeichen setzen und uns engagieren.